Ampelkoalition, 12 Euro Mindestlohn ab 2022. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Olaf Scholz, der mögliche zukünftige Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, hat sich durchgesetzt. Er will 12 Euro Mindestlohn haben ab 2022. Und das wird er wohl laut dem Sondierungspapier, was uns seit dem 15.10.2021 vorliegt, auch bekommen. Eine ganz große Ausnahme, wie der FDP-Chef Lindner gesagt hat. Die 12 Euro Mindestlohn werden also, wenn es eine Bundesregierung gibt, unter der Führung von dem Herrn Scholz, dann tatsächlich auch schon kommen, und zwar im Jahr 2022. Wann genau das Datum, das wissen wir noch nicht. Wirtschaftsverbände schreien jetzt schon auf, um Gottes Willen, unsere Mitglieder gehen alle pleite. Ja, das haben wir bei der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns ja auch gehört, aber die Wirklichkeit sieht ja dann tatsächlich anders aus. Im Sondierungspapier liest sich die Ankündigung wie folgt. Wir werden den gesetzlichen Mindestlohn im ersten Jahr in einer einmaligen Anpassung auf 12 Euro pro Stunde erhöhen. Im Anschluss daran wird die Mindestlohnkommission über die etwaigen weiteren Erhöhungsschritte befinden. Und dann kommt noch ein bisschen was zu Minijobs und Minijobs und so weiter. Und das war's. Also im Grunde genommen ist das der alles die alles entscheidenden beiden Sätze, 12 Euro Mindestlohn. Im Ergebnis heißt dies, dass im Jahr 2022 der Mindestlohn, also der gesetzliche Mindestlohn, der für alle gilt, von aktuell 9,60 Euro auf dann 12 Euro steigen soll. Die letzte Erhöhung des Mindestlohns gab es im Juli 2021. Und da ist der gesetzliche Mindestlohn auf 9,60 Euro gestiegen. Geplant war eigentlich, dass zum 1. Januar 2022 der gesetzliche Mindestlohn von 9,60 Euro auf 9,82 Euro steigen wird. Ob tatsächlich der Mindestlohn ab dem 1. Januar 2022 dann diesen großen Sprung macht auf 12 Euro, das ist noch unklar, weil wir wissen noch nicht, ob es tatsächlich dann auch zu Weihnachten oder vor Weihnachten noch eine Ampelkoalition geben wird. Und dann müssen ja auch die Gesetze geändert werden. Dazu muss dann auch entsprechende Vorbereitungszeit sein. Aber eines wissen wir ganz genau. 12 Euro Mindestlohn führen nicht zu einer armutsfesten Rente. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.